Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll laut einem Bericht des unabhängigen russischen Mediums Bumaga den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Jahren vorbereitet haben. Ehemalige Mitarbeiter des von Prigoschin geführten Medienkonzerns Patriot Media berichten, dass sie ihre Leser mit gefälschten Informationen getäuscht haben sollen. So sollen Schauspieler bereits 2014 eingesetzt worden sein, um einen angeblichen Völkermord an der russischsprachigen Population im ukrainischen Donbass vorzutäuschen. Die Ex-Mitarbeiter berichten auch von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und ständiger Überwachung im Medienkonzern in Form von elektronischen Ausweisen und Kameras. Bewerber hätten sich zudem einem Lügendetektortest unterziehen müssen, damit sichergestellt ist, dass die künftigen Mitarbeiter tatsächlich Patrioten und Putin-Unterstützer sind. Prigoschin soll seine Mitarbeiter auch mit lukrativer Bezahlung gelockt haben, die in bar ausgezahlt worden sei, um Steuern zu umgehen. Die Arbeitsaufgaben hätten darin bestanden, bestimmte Politiker zu degradieren und ein Informationsrauschen zu erzeugen, um Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Dadurch sollte Prigoschins Agenda unterstützt werden. Es seien sogar Bots eingesetzt worden, um Fake-Kommentare zu erstellen und den Diskurs in eine prorussische Richtung zu lenken. Es handelt sich hierbei um den ersten Einblick in die Machenschaften der Trollfabrik von Prigoschin, die allerdings nicht unabhängig überprüft werden können.